Wladimir Putin und Volodymyr Zelensky. Gleich zu Beginn eine Gemeinsamkeit. Sie sind beide circa gleich klein, circa 1,70 Meter. Und damit stechen sie heraus in der Elite der Staatsführerinnen und Staatsführer. Die sind nämlich meist im Durchschnitt deutlich größer als die Bevölkerung. Und nun zu den Unterschieden. Wladimir Putin, man kennt ihn seit dem Ende der 90er Jahre und auch seine Körpersprache, und die hat sich im Grunde nicht verändert. Er war immer schon einer, der relativ wenig Mimik gezeigt hat und durch sehr nachdrückliche Auftritte seine Emotionalität transportiert hat. Er zeigt wenig mimische Signale und damit bietet er wenig emotionalen Anknüpfungspunkt, außer für die Emotionalität der Durchsetzungsfähigkeit und Strenge. Besonders bedeutsam ist da seine Oberlippe. Er zieht sie meist ein wenig nach unten. Es wirkt so, als müsse er sogar Emotionalität noch unterdrücken. Das nächste, was auffällt, wenig Blickkontakt. Er schaut kurz sein Gegenüber, die Mitmenschen an, aber gerne geht sein Blick wieder Richtung Boden. Das ist wieder ein Moment, um zu erkennen, wirkliche emotionale Nähe lässt er gar nicht zu. Und eines, was wir von ihm schon so selbstverständlich wahrnehmen, dass man es gar nicht merken, ist, er lächelt sehr, sehr selten. Und wenn er es tut, dann ist es sehr oft ein hierarchisches Signal. Hier sehen wir es. Xi Jinping lächelt er bei der Videokonferenz an. Da ist anzunehmen, dass er eben signalisieren will, lieber Xi, dir mache ich deinen Rang nicht streitig. Zu seinen martialischen Auftritten gehört natürlich der breite Stand. Ja, richtig prononciert ist der breite Stand sehr oft, wenn wir hier ihn in der orthodoxen Kirche sehen. Es ist fast ein wenig unstimmig, dieses breite Stehen. Man muss wissen, ein breiter Stand ist nicht primär dazu da, um besonders viel Selbstbewusstsein zu zeigen. Es soll eher zeigen, ich bin bereit, wenn mich jemand umwerfen will. Ich habe schon eine Vorbereitung getroffen. Ein weiteres Element in seiner Körpersprache ist die Unruhe. Wir haben schon den Blick besprochen, der geht meist Richtung Boden, nur sehr kurz sucht er den anderen. Und auch seine Körperhaltung, immer wieder zappelt er ein wenig herum. Das sind nicht Signale, die emotionale Nähe zulassen. Und natürlich ist man dann auch leicht zu interpretieren, er wäre unsicher. Wobei man sagen muss, das ist immer nur im Auge des Betrachters, ob er tatsächlich unsicher ist oder nicht. Das kann man von außen nicht beurteilen. Bei Wladimir Putin fällt noch auf, meist spricht er. Er ist nicht der Mensch, der besonders aufmerksam zuhört und dann auch noch Aufmerksamkeitssignale dem Gegenüber aussendet. Nein, er lässt sich gerne filmen, wenn er spricht und er sozusagen die Welt seiner Bevölkerung erklärt. Das trägt natürlich auch zu seinem Image bei, dass er ganz oben ist und links und rechts auf gleicher Ebene niemand mehr ist. Volodymyr Zelensky, er zeigt andere Signale, und zwar gleich vom ersten Moment an. Wenn er einem Menschen begegnet, ist er derjenige, der die ersten Signale aussendet. Er steht als erstes auf. Er sendet die ersten Begrüßungssignale. Damit wird ein subtiles Signal ausgesandt. Ich stelle mich nicht über dich, im Gegenteil, ich bemühe mich, dir Wahrnehmungssignale zu schenken. Das nächste, Berührungen. Was man bei Wladimir Putin viel seltener sieht, Zelensky sucht richtiggehend, den anderen körperlich zu berühren. Auch das natürlich gibt emotionale Anknüpfungspunkte. Nächster Punkt, er zeigt deutliche mimische Signale, und da erkennt man auch, in welchem Dilemma er steckt. Er darf nämlich nicht zu fröhlich wirken, weil sein Land natürlich in einem Katastrophenzustand ist. Wenn er jetzt bei zu vielen Fotos lächelt und lacht, signalisiert er, ich nehme die Sache nicht ernst. Und doch schafft er es, bei Begrüßungen, in Gesprächen, bei Begegnungen eine freundliche Mimik auszusenden und Signale der Wahrnehmung auszusenden. Derzeit besonders umkämpften Stadt Bachmut im. You're looking good. Thank you. Besonders eindrücklich zu sehen ist es im amerikanischen Kongress, als er trotz aller Hürden Nancy Pelosi ein Bussi gibt. Er lächelt auch sehr sympathisch, und zwar, wie wir hier sehen, man sieht rund um die Augen die Lachfältchen. Wenn die Lachfältchen entstehen, interpretiert der Beobachter, dieses Lächeln kommt von innen. Ukraine is alive and kicking. Ukraine is alive and kicking. Mit diesen Kiefer- und Oberlippenbewegungen unterstreicht er die Worte und gibt ihnen Kraft. Erst durch diese Mimik, nämlich
werden die Worte emotional aufgeladen. Das ist für die Welt wichtig, aber vor allem für seine eigene Bevölkerung. Da zeigt er sich als kräftiger Anführer. In welchem Dilemma er steckt, sieht man an diesen Aufnahmen sehr, sehr gut. Wir sehen auf der einen Seite Joe Biden, wie er locker spricht und daneben Zelensky, an der Stuhlkante sitzend, mit einer relativ angespannten Mimik. Oder hier am Ende dieser Pressekonferenz. Joe Biden, man kennt ihn, ohne sich umzudrehen, ohne einen Blick auf Zelensky zu werfen, verschwindet eigentlich. Zelensky hat Eile, den Kopfhörer runterzugeben und Joe Biden nachzulaufen. Er hatte ja keine Zeit, sich an diplomatische, internationale Gepflogenheiten zu gewöhnen. Er musste das im Schnelldurchgang lernen. Gleichzeitig muss er aber der starke Kriegsführer sein. Das ist natürlich schon ein Stress, den man an seiner Körpersprache erkennen kann. Und dann muss man insgesamt natürlich sagen, dass er manchmal so keck auftritt und sagt, ich will jetzt Panzer haben und ich will jetzt Kampfflugzeuge haben. Zelensky betont jedoch in Washington, dass er sich noch mehr Waffen wünsche. Hat schon damit zu tun, dass er erkennt, dass die Ukraine jetzt quasi an der Vorfront ist. Wenn er nämlich sagt, wenn wir nicht kämpfen, dann wird Putin mehr und mehr Länder für sich erobern. Er sagt also als Deal, wir kämpfen und ihr unterstützt uns damit mit Waffen. Ich glaube, das kommt viel zu selten raus und damit erkennt man nämlich auch, dass seine Körpersprache und seine Kommunikation am ersten Blick vielleicht manchmal etwas fordernd wirkt. Andererseits muss man sagen, die Ukrainerinnen und Ukrainer investieren mehr als wir alle. Insgesamt muss man also sagen, auch wenn sie körperlich in etwa gleich groß sind, körpersprachlich unterscheiden sie sich deutlich. Wladimir Putin, der sehr darauf Wert legt, nur ja keine Emotionalität zuzulassen, der auch körperliche Distanz sucht und seine Mimik sehr eindimensional gestaltet. Auf der anderen Seite Volodymyr Zelensky, der zunehmend locker wird in seiner Körperhaltung, der auch weiß, wie man emotionale Anknüpfungspunkte mit seiner Mimik signalisiert. Gleichzeitig muss man sagen, man sieht auch Stresssignale bei Zelensky, was nicht verwunderlich ist.